So, da sind wir wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute ist was richtig, richtig Krankes im Shop. Also da, ihr seht schon gerade oben rechts, also ich habe nur gedacht, oha. Aber kurz in eigener Sache, ihr wisst, wir haben gestern angefangen mit den Custom Games, mit dem Preisgeld. Diesmal geht es um 20 Euro bis Silvester. Ich zeige euch nur mal gerade ganz kurz, wie das Ganze derzeit aussieht. Also YouTube DevZone ist auf Platz 1. Zusammen mit Yasin und Thailand, jeweils beide, also alle drei, zwei Siege, dann einmal hat Lost gewonnen und einmal hat Penta gewonnen und noch der Zukunftsspieler. Also da ist noch alles offen, was das betrifft. Wenn du gerne mitmachen willst, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit du siehst, wann die Livestreams anfangen. Vor allem, wie gesagt, immer, das Shop-Video ist das Wichtigste, da bekommt ihr alle Informationen, was Rettet die Welt betrifft. Was Custom Games betrifft und was die Skin-Verlosung betrifft. Skin-Verlosung, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Dazu komme ich nämlich jetzt. Weil ich habe ja immer gesagt, ihr sollt mir bitte eine Freundesanfrage schicken. Wenn wir jetzt mal hier gucken auf anscheinend war das doch kein Problem. Mal gucken, ob ich jetzt Freunde hinzufügen kann. Okay, dann war das wahrscheinlich nur ein Bug. Weil ich dachte nämlich eigentlich schon, dass ich keine Freunde mehr hinzufügen kann. Aber dann hat sich das gerade erstmal damit erledigt. Nämlich, dann schickt mir doch eine Freundesanfrage an yt-familyhack. Wenn ihr Interesse daran habt, natürlich irgendwann im Stream einen Skin zu gewinnen. Wie gesagt, bei 800 V-Bucks machen wir das Ganze immer. Einen Skin muss ich noch weitergeben an Mansuri. Ich hoffe, heute sucht er sich einen aus dem Shop aus. Weil, ihr wisst ja, ich hab's nicht gerne, wenn ich irgendeinem was schulde. So, das war das. Wie gesagt, wenn du einen Skin haben willst, bei Custom Games gerne mitmachen willst, dann einfach Abo dalassen, Glocke aktivieren und schon hast du alles richtig gemacht. So, wir gehen jetzt direkt rein in den Shop und wir sehen schon, der Weihnachtstrooper ist da. Was soll man dazu noch sagen? Ich würde sagen, der perfekte Skin für Weihnachten. Mal gerade gucken, wie der von hinten aussieht, aber von vorne perfekt. Der ist perfekt. Kein Weihnachtsmann, aber der ist perfekt. Also ich finde persönlich, das ist echt der beste Weihnachtsskin, den wir bisher überhaupt im Spiel hatten. Und ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Also die Star Wars Skins, da hatten wir ja schon mit allem gerechnet, aber der hier ist wirklich Nonplusultra. Da ärgere ich mich schon fast, dass ich mir selber einen Cooltrooper gekauft habe, anstatt hier jetzt einen Weihnachtstrooper. Also das Rückenaccessoire war auch nice mit den Augen. Gut, ich werde wahrscheinlich spielen ohne die Augen, aber der ist wirklich nice. Also ich hoffe, ihr habt noch genug V-Bucks übrig, weil der lohnt sich definitiv. Gut, ihr fallt natürlich immer noch auf, aber der ist auf jeden Fall... Also ich glaube, selbst den werde ich mir holen, falls nicht irgendeiner so bekloppt ist und will mir den schenken. Kappa. Also der, ich weiß gar nicht, was ich dem Skin sagen soll. Perfekt. Einfach perfekt. So, dazu, ja gut. Perfekter Skin und dann so ein Werkzeug. Ja. Das könnt ihr dann selber entscheiden, was ihr davon haltet. Also, ich würde das Ding ganz ehrlich... ab in die schwarze Tonne. Also wer das Ding sich kauft, der hat echt Geld zu viel. Oder was denkt ihr? Das ist wohl das hässlichste Erntewerkzeug, was wir überhaupt jemals hatten. Aber wir wissen ja, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, aber ich glaube, da sind wir uns schon einig. So, dann die Rex-Familie ist wieder da. Ihr seht ja, den habe ich schon von meinem lieben Till auf Phantom genannt. Der Skin, also ich spiele ihn halt wirklich gerne. Bin auch wirklich zufrieden mit dem, auch von hinten. Ich spiele noch immer mit Rückenaccessoire. Also der ist wirklich nice. So, dann haben wir natürlich die Pickaxe dazu. Das hört sich echt an wie zermalmende Knochen. Also die sind auch top. Ich habe sie persönlich nicht, aber Pickaxe, sage ich ja immer wieder, muss ich auch nicht unbedingt alle haben. Da sind mir die Skins dann doch wieder lieber und die Musik. So, dann die weibliche Variante. Da hatte ich damals auch gesagt, da spiele ich echt lieber die männliche. Also wenn ich die Wahl... Ich hatte damals die Wahl männlich oder weiblich. Da gefällt mir die männliche Variante definitiv am besten. So, des Weiteren haben wir wieder den Fuchs drin.
Eigentlich heißt der Fox, aber da wir in Fortnite sind, muss er natürlich Phoenix heißen. Aber natürlich auch nice. Aber war jetzt halt auch schon öfters im Shop. Und ich hoffe, die lassen diesen Star Wars Hintergrund. Der gefällt mir echt so gut, dieser Hintergrund. Weil da der Skin irgendwie viel mehr zur Geltung kommt. So, und dann. Die Weihnachtstarnung. Ja. Da passt sie klar. Boot sieht sie auch nice aus, aber ganz ehrlich, ist das für euch eine Weihnachtstarnung? Ich finde einfach, wir hatten halt schon so Tarnungen in etwa. Gerade mit dem Weiß obendrauf ist jetzt nicht unbedingt was Neues, würde ich behaupten. Aber ich bin sowieso mit meiner Tarnung so zufrieden, da kann mich eh nichts mehr groß umstimmen. So, dabei haben wir die. Ach, die habe ich heute auch schon ein paar Mal gesehen. Die Piorette. Wer es braucht. Dann, rasender Ansturm. Da muss ich immer an Till denken, der den so oft benutzt. Ist aber auch nice. Also, wer damit rumläuft, ist schon attraktiv, würde ich sagen. Geht's auch schneller? So, und dann. Was soll ich dazu sagen? Was gibt's denn da für Stile? Einmal Messer und Gabel und einmal Gabel und Messer oder wie? Leute, das war eigentlich ein Scherz. Ich wusste es wirklich nicht, aber ich habe mich schon gefragt, hey, was soll denn da der Unterschied sein? Aber ist tatsächlich so, einmal Messer und Gabel und einmal Gabel und Messer. Muss los. So, dann haben wir die Katastrophie. Nee, Katastrophe. Lol. Ja, der Skin ist auch nicht schlecht. Ja, von hinten auch definitiv spürbar. So, dann hoffe ich, warte mal kurz, bevor wir zu Star Wars wieder kurz rüber gehen. Ihr habt alle jetzt den Kleider bekommen. Weil, so wie ich das angehört habe, sollten ja alle den kriegen, weil das Event sich um 10 Minuten verschoben hat. Aber ich hoffe für euch einfach mal, dass alle den bekommen haben, weil einige kamen ja nicht rein. Ich hatte auf dem PC auch übelste Probleme da reinzukommen, mit Lags inklusive. Aber ich denke mal, ich hoffe für euch einfach, dass den jeder bekommen hat. Aber ich sage schon eins, ich werde ihn nicht oft spielen, weil der ist einfach zu groß. Jetzt durch die Star Wars-Aufgaben habe ich das richtig gemerkt, in Gruppenkeile, wenn du da Gegner vor dir hast, du siehst die Gegner nicht mehr, weil der Kleider zu groß ist. Aber wie gesagt, natürlich nice das Ding, aber in meinen Augen nicht wirklich spielbar. So, dann gehen wir wieder zurück. Und leider Gottes, hier hat sich nichts getan. Alle haben groß gehofft, heute kommen die großen Skins, was Star Wars betrifft, aber hier kam gar nichts. Warte, ich gucke nochmal gerade schnell durch. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle, aber hier ist nichts. Hier ist auch der Finn drin. Der Schlagstock, der andere Gleiter, der ist glaube ich noch größer. Dann der Daumen. Ne, hier ist nichts Neues dabei. Wundert mich, ich dachte eigentlich, gestern wäre der letzte Tag, wo die drin sind, aber wir sind heute noch mal drin. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Shop. Wir gehen noch mal ganz schnell rüber zu Rette die Welt. Aber auch da gibt es heute irgendwie wieder eine Enttäuschung, weil es gibt irgendwie keine V-Bucks-Aufgaben. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wurden wir in den letzten Tagen zu sehr verwöhnt? Oder wollen die quasi, dass die Leute wirklich bezahlen und nicht noch die letzten 300, 400 V-Bucks jetzt am Wochenende sich rausholen können aus Rette die Welt? Kommt mir nämlich fast so vor. Kaum sind richtig geile Skins drin, kann man keine V-Bucks-Missionen machen. Komischerweise auch die Tagesaufgaben funktionieren. Ich gucke mal gerade, ob jetzt wieder neue drin sind. Eine hatte ich nämlich noch drin, die mit den Wippen. Ja, wenn ich das hier schon sehe. Hallo? Ah. Ha, morgen kriege ich schon wieder 150 V-Bucks. Man kennt es. So, gucken wir direkt mal. Tägliche Aufgaben. Ne. Toll. Wir beheben das Problem. Ja, hier seht ihr ja unten Probleme mit den täglichen Aufgaben, aber das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Dann gucken wir kurz, was hier im Itemshop ist.
Auch legendäres Trollschatz-Lama. So, hier hat sich glaube ich nichts getan. Ja, wie ihr seht, Rette die Welt auch so gut wie gar nicht gespielt, beziehungsweise überhaupt nicht gespielt. Hier hat sich auch nicht wirklich was getan. Wie gesagt, derzeit ist, was Rette die Welt betrifft, irgendwie Burnout-Syndrom. Ich weiß auch nicht. Warte mal, gerade noch schnell die Forschung. Das dürft ihr nämlich auch nicht vergessen. Nehmt die Forschungspunkte immer mit, weil so könnt ihr da auch noch ein bisschen aufleveln. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video, weil wie gesagt, V-Bucks-Aufgaben leider keine da. Und wie gesagt, ich denke mal, dass ich nachher, die meisten gucken das Ganze ja hier erst um 8, 9, 10 Uhr so in dem Dreh. Ich bin heute erstmal Frühstück noch bei meiner Schwiegermutter. Von daher werde ich wahrscheinlich erst gegen 12, 1 Uhr da sein. Also bleibt da ganz entspannt und in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit den Aufgaben. Vor allem, da gucke ich nachher nochmal, wenn ich aufstehe, was ich da machen kann. Also in dem Sinne, haut rein.